Mach's mir isometrisch. Du Sau! Schönen guten Tag und herzlich willkommen beim Retro-Club. Ich darf's mal wieder sein. Euer Gregor zu einer wunderbaren Stunde von Retro-Gaming-Unterhaltung. Denkt gerne, wie immer, Abonnieren, Glocken, das Instagram, das Liken bei Facebook, wer auch noch Facebook benutzt im Jahr 2021. Aber es hilft uns alles, ne? Nicht nur diese Sendung, sondern auch den Sender publik zu machen und solche Formate wie hier möglich zu machen. Das ist cool, das ist geil. So, gehen wir aufs Thema gleich ein. Wir haben es kurz im Cold Open gesehen. Isometrisch ist das Thema und im Speziellen in Verbindung mit dem Game Boy Advance. Was bedeutet isometrisch? Isometrisch ist eine Art der Perspektivendarstellung. Zumindest es gibt, glaube ich, ich habe hier, eigentlich ist es ein Begriff aus der Mathematik, aber muss man mal hier kurz gucken. Genau, die isometrische Axonometrie wird's genannt eigentlich, dass man eine Art, sagen wir mal, Tiefenwirkung erzielt, aber mit Mitteln, die eigentlich nicht plastisch dargestellt werden. Also wenn ihr irgendeine Zeichnung macht und dann zum Beispiel sagt, okay, ich bringe da eine gewisse Art von Schräge mit rein, das ist dann die sogenannte isometrische Axonometrie, mit der man dann diese Darstellung machen kann. Unter anderem groß bekannt von vielen der Strategie-Games, Point-and-Click-Geschichten vom Computer. Es gibt so viele alte Games, die auf diese isometrische Dreiviertelperspektive, glaube ich, hat man auch dazu gesagt, wo man mit Pixelgrafik dann eben eine 3D-Optik, eine Tiefenwirkung machen kann, die aber auch ihre Vorteile als Nachteile hatte. Was mir aufgefallen ist, ist, dass viele Umsetzungen von bekannten Serien auf den Game Boy Advance diese isometrische Perspektive gerne benutzt haben, aus einem bestimmten Grund. Ich weiß nicht, ob es technische Sachen sind oder man gesagt hat, hey, wir können dadurch die Spiele hübscher aussehen lassen und auch wenn sie nicht 3D sind, trotzdem 3D-ig aussehen lassen. Und davon gucken wir uns heute ein paar Beispiele von Franchises, von Serien, die umgesetzt wurden auf dem GBA und auf dem GBA dann zu isometrischen Spielen geworden sind. Wir lassen mal die erste Matz laufen. Und sehen da einen großen Klassiker hier in der Dreamcast-Fassung. Tony Hawk's Pro Skater 2 ist natürlich vielleicht das beste Skatespiel aller Zeiten, muss man sagen. Wobei es gibt ja mittlerweile das Remaster mit Teil 1 zusammen, das Remake besser gesagt. Remaster war ja nicht so geil von vor ein paar Jahren vorher. Und ich bin ein ganz großer Fan. Ich habe die PC-Version damals noch gespielt. Aber natürlich, ob es jetzt der Dreamcast ist oder auf der PlayStation, sobald ich das sehe, habe ich sofort wieder Interesse, okay, da Dreieck zum Grinden und dann zum Springen, dann den Kickflip mit Viereck machen und alles drum und dran. Und diese Spiele in der 3D-Optik auf den GBA umzusetzen, wird ein bisschen schwierig sein. Deshalb ist hier eines der idealsten Beispiele. Wir gehen aufs Ingame einmal drauf. 2001 rausgekommen, natürlich von Activision gepublished. Ich glaube, Vicarious Visions haben die umgesetzt, genau. Es gibt sehr viele Tony Hawk-Variationen. Da seht ihr es vielleicht schon mal ein bisschen, ja, wo dann ein gepixelter, isometrischer Tony Hawk hier dann reinspringt, die diese Perspektive genutzt haben, um das Spiel umzusetzen. Ich gehe mal kurz hier auf den Career-Mode hier drauf. Übrigens in der Version, wenn man den Konami-Code hier eintippt, ich weiß nicht genau, wo man es da machen muss, dann kann man mit Spider-Man als Charakter hier herumfahren. Könnt ihr übrigens im Retro-Club-Buch in Bälde nach lesen, dann gehen wir nachher nochmal drauf ein. So ist hier den Charakter aus. Okay, die Figuren selber sehen jetzt nicht so prall aus, ne? Das sind Polygonfiguren, würde ich sagen, sehr, sehr simpel dargestellt, weil sie wahrscheinlich im Rest der Grafik dann sich gut anschmiegen und so weiter. Aber die Figuren sind hier so ein bisschen weniger das Wichtige, sondern in der Art, wie man es machen kann. Wir nehmen mal hier den untexturierten Tony Hawk und gehen mal rein und sind gleich im Hangar, den wir gerade gesehen haben in der Dreamcast-Fassung, und starten. Und da seht ihr es, da ist die isometrische Dreiviertelperspektive. Ich versuche mal hier kurz nicht sofort umzufallen, weil die Steuerung ein bisschen anders ist durch die andere Belegung des GBAs als auf der PlayStation. Ich habe hier sofort, will hier Dreieck fürs Grinden drücken und so weiter, aber das funktioniert hier über die A-Taste auf dem GBA. Ihr seht dadurch, diese isometrische Perspektive, anstatt die für ein Strategiespiel eben zu machen, wurde die hier verwendet, um die schöne Tiefenwirkung eben zu replizieren, die die Tony Hawk-Spiele haben. Und es ist zwar ungewohnt, aber man kommt so wieder ein bisschen rein, wenn man das einmal gemacht hat. Ich glaube, es war eine ganz gute Wahl, hier die isometrische Perspektive zu nehmen bei Tony Hawk, weil hättest du jetzt ein 2D-Game draus gemacht, ne, hätte das noch gut ausgesehen. Da nochmal den Grind, oben dran, da. Ja, falle ich um. Ich habe sogar kann sogar hier den Manual machen. Leider sollte ich den auch besser stehen.
wenn es funktioniert. Ansonsten sehr akkurat nachgebildet. Es ist ja genau der gleiche Part, wie man es im Level gesehen hat. Und das war mit dem zweiten Teil hier, mit dem Port des zweiten Teils, mit der Umsetzung der Start für Vicarious Visions, als einer der Entwickler, die gesagt haben, hey, gerade die Perspektive, das eignet sich echt gut, um solche Spiele hier darzustellen. Und ist damit zum bewährten Mittel geworden, eben nicht nur Tony Hawk-Spiele zu machen. Ich will auch fast sagen, vielleicht waren die so ein bisschen die Vorreiter, weil gerade im Nachklapp ist auch sehr viel eben an anderen Franchises gekommen, die gesagt haben, hey, für unsere Game Boy Advance-Fassung, und das hat sich ja damals richtig gelohnt, da Game Boy Advance-Versionen draus zu machen, weil es war ein super erfolgreiches Handheld. Da musst du aber überlegen, wie bringst du die PlayStation und Dreamcast und PC-Spiele und PS2-Spiele darüber während der Zeit. Lass uns mal gucken, was wir vernünftig hier machen können. So, warte mal, ich wollte eigentlich einen Grab machen. So, Boneless hinterher. Halbwegs gut gestanden. Geben wir nochmal den. Ah, meine Zeit ist gleich zu weit. Machen wir noch Grinds. Oh, ich habe nur 3 der Pilot Wings geholt. Wie viel haben wir denn? 25.000? Natürlich die üblichen 2 Minuten, die man bei Tony Hawk hier machen muss. Welche. Ja, okay, so viele Ziele haben wir ja nicht erreicht, aber wir haben auch ein bisschen was vom Level gezeigt. Das konnte ich bei der PC-Version ganz gut, dass ich da innerhalb eines Levels dann von den 2 Minuten gleich alle Targets gemacht habe. Bleiben wir mal bei AAA. Remember, you can always spend cash. Do this now? Nein. Safe Career kannst du machen. Brauchen wir jetzt nicht. Ich glaube, Level Select, ich kann leider noch nicht die Schule auswählen. Ich bräuchte noch Career. 1000 brauche ich. Okay, können wir das noch? Komm, können wir mal Continue machen? Kriegen wir noch mal ein paar, weil ich würde gerne die Schule auch noch mal kurz sehen hier. Das ist natürlich auch eine meiner liebsten Levels da im Spiel. Hunger war ja mehr zum Austoben. So, Hangtime Gaps, Barrels. Da ist ein Grind, das ist das Skate-S, ne? Einsammeln muss. Liegt hier Geld sonst noch rum, ne? Ist die Frage. Wie will ich das Geld hier kriegen? Okay, Hangtime Gap, da nehmen wir mal. Da. 3 Barrels. So. Eine Sache, die bei isometrischen Spielen ist, ne? Ich habe kurz die Strategiespiele erwähnt, die natürlich nimm sowas eben, was du auf den Computern dann gerne machen kannst, da passt es ja ideal. Dann hat man nämlich die schöne Tiefenwirkung, kann dann aber dann schön die Sachen aneinander aufreihen. Wenn es Action-Games hier sind, ne? Das hier ist nochmal so ein Sonderfall, weil durch das Skaten hat man noch so ein gewisses Maß, wie man das alles hier abschätzen kann. Aber isometrische Perspektive wird schwierig mit dem Springen, ne? Weil wenn du bestimmte Elemente hast, die zum Beispiel in der Luft hängen oder Plattformen, die du dir angucken musst, das wird natürlich alles irgendwie von dem Blickfeld dann verdeckt. Okay, wo befindet sich eigentlich jetzt hier gerade der Propeller, ne? Um hier drauf zu gehen. Also ich habe hier auch schon ein paar Probleme, aber weniger, als wenn es jetzt ein klassisches Jump'n'Run wäre. Ich muss mal abschätzen, wie komme ich hier da oben auf den Lauf? Okay, ich bin jetzt eigentlich unter dem Propeller, kann ich hier irgendwo hochgrinden? Muss ich da irgendwo ranspringen? Und dieses Abschätzen ist dann immer so schwer. Deshalb haben es auch so Games da. Irgendwie habe ich es jetzt da hochgeschafft, wo ich nach Gefühl gesprungen bin und gehofft habe, dass ich da drauf lande. Tiefenwirkung und Perspektive wird immer dann das Abschätzen dann schwieriger. So. Den haben wir gestanden. Okay, so viel Geld sollte uns das, glaube ich, nicht geben. Da nochmal 50 Bucks. Ah, wir haben nicht so viele Ziele geschafft jetzt hier, ne? Ich hätte mal mehr Punkte machen sollen. Dann sehen wir nur den Level leider. Haben den anderen noch nicht freigeschaltet. Deshalb habe ich bei solchen Games wie beispielsweise Landstalker auf dem Mega Drive, ne? Was so ein Zelda-artiges Game in der isometrischen Perspektive gewesen ist, habe ich es nicht geschafft. Ah, nur 850. Schade. Da hatte ich super Probleme, dann Plattformen hin und her zu springen. Da musste man auf Schatten gucken. Und wenn keine Schatten vorhanden waren, war es umso schwieriger zu sehen. Wo ist die Plattform? Wo komme ich dahin? Und das muss dann auch erstmal gelöst werden. So schön die isometrische Perspektive ist, wird schwieriger bei solchen Fällen. Hier finde ich, das funktioniert bei Tony Hawk noch eigentlich ganz gut. Sieht cool aus. Man hat nur ein bisschen Probleme mit der Perspektive. Genug davon. Wir können auch mal gerne andere Beispiele schauen. Und ein vergleichbares Game. Wir gehen mal von dann Skateboards auf Rollerblades, ne, weil die waren ja auch super cool. Ende der 90er, Anfang der 2000er mit folgender Matz hier. Da sehen wir Jet Set Radio. Hier noch in der Dreamcast-Fassung. Natürlich der Kultklassiker vom Sega Dreamcast, auch auf anderen Plattformen rausgekommen. Sequel mit Jet Set Radio Future auf der alten Xbox gewesen. Ihr seid Mitglied einer Sprayer-Gang in Tokio, hier in Shibuya unterwegs, natürlich im coolen 2000er-Styling und müsst euch nicht nur gegen die Polizei erwehren und andere Gangs, sondern herumskaten, jumpen,
hier dann Sprühdosen einsammeln und natürlich Tags dann zeichnen, weil ihr seid eine coole Graffiti-Gang und nicht eine, die dann das Böse, die bösen Sachen macht mit Graffiti. Interessanterweise in Amerika wurde die Serie umbenannt zu Jet Grind Radio, warum auch immer, ne, damit das Grinden nochmal hier drin ist, um die Tony Hawk-Fans abzuholen. Und es gab damals sogar noch eine Warnung, Sprayen ist nicht gut, macht das Kinder nicht, nur im Videospiel könnt ihr euch das angucken. Dieses Spiel wurde auch auf den GBA umgesetzt, was viele nicht so ein bisschen im Blick haben, weil ich kannte auch nur die anderen Versionen. Gehen aufs Ingame jetzt hier einmal drauf und Smilebits im Original umgesetzt. Hier, Graffiti ist Kunst, aber Graffiti ist doch Vandalismus. Sega! Keine Zeit gehabt, über den Vandalismus zu lesen. THQ hat's gepublished, gemeinsam mit Sega. Und auch Vicarious Visions, interessanterweise. Also die Tony Hawk-Leute, ne, haben wohl den Auftrag bekommen, weil die schon die Engine da haben. Die US-Version hier, Jet Grind Radio genannt. Und da seht ihr auch schon mal hier ein bisschen die selbst ablaufende Demo. Es könnte vielleicht sogar die Tony Hawk Engine sein, die wir gesehen haben hier. Ne? Der Charakter springt, grindet, macht hier die Kickflips und so weiter. Es ist ein bisschen verzeihlicher, sowieso auch im Original schon gewesen, als Tony Hawk beim Springen, weil hier der Fokus mehr drauf sein sollte, hey, ich muss an den richtigen Stellen zur Seite kommen und dann mit Sprühdosen meine Tags da drauf machen und damit Kombination mit Stick und so weiter, dann verschiedene Eingaben, so um das Sprayen abzubilden mit den Analog-Sticks. Was das Spielen selber angeht, werden wir gleich sehen. Wobei das auch sehr gerade schön abgebildet wird mit der Demo hier wirklich. Ich finde es hier ein bisschen kniffliger tatsächlich als bei Tony Hawk. Trotz der schönen Perspektive, das vernünftig abzuschätzen mit den Abständen. Wann springe ich irgendwie worauf? Auch wieder eine Polygonfigur anscheinend, aber Jet Set Radio Style. Ihr seht, der Charakter hat das Cell Shading also drauf, also mit den dicken Rändern an dem Polygonmodell, weil das den Comic Style nochmal dargestellt hat. So. Gehen wir mal rein. Ansonsten muss man sagen, auch ein sehr interessanter Downport. Wir laden mal kurz den Spielstand hier. Am Anfang muss man wieder das Tutorial machen. Man hat natürlich dann immer seine Hub-Welt, ne, wo man den Charakter auswählt, mit dem man gleich unterwegs sein kann. Auch die ganze Musik, die natürlich herausragend, speziell aber herausragend bei Jet Set Radio gewesen ist. Man muss auf den Stil schon abfahren, dieses 2000er Funk-Elektro-Mixes, den die dann angeboten haben. Hier nochmal in anderer Form auf dem GBA umgesetzt. Können natürlich die MP3s einfach hier dann drauf tun. Gehen wir zu Shibuya. Wir suchen uns den Charakter aus. Unser Hauptcharakter Beat. Zu Beginn haben wir aber auch noch Tab. Und natürlich die Werte, wie hieß sie? Gum. Ist hier natürlich auch dabei. Ich würde sagen, ja, die haben Animationsphasen genommen und die dann quasi als Sprites ineinander gehängt oder so, ne? Und die Cutscenes, nehmen wir mal Beat, standardmäßig. Cutscenes sind hier auch wieder mit dabei, die natürlich in Echtzeit gewesen sind. Das sieht aus wie, ja, Screenshots mit geringer Bitrate von dem Dreamcast-Original. Aber es kommt so ungefähr rüber, ja, ja, geh los, ne, und dann mach deine coolen Sachen da und lass dich nicht von der Polizei erwischen, weil wir sind cool. Also, hier funktioniert es ein bisschen anders als Tony Hawk, weil ich kann stehen. Wenn ich fahren will, muss ich das Steuerkreuz nach oben drücken. Hab über die Möglichkeit, über die R-Taste einen Turbo einzuschalten. Kann springen, hab natürlich einen sehr hohen Sprung. Grinden geht automatisch. Und hier muss ich erstmal Sprühdosen einsammeln, um dann meine Tags zu machen. Ihr seht hier die Sprühdosen, die hier waren. Hier habe ich wieder das Problem, ich muss an die... Also ich kenne den Level ja noch halbwegs von Dreamcast. Der ist ungefähr akkurat nachgebildet hier. Wo kriege ich diese Sprühdosen? Ich sehe, guck mal, die Schatten sind hier unten. Das heißt, ich muss also... Ich komme hier nicht so an diese Sprühdosen ran, sondern muss irgendwie versuchen, über die Treppe, mal gucken, ob ich die Treppe vernünftig erwischen kann, entweder draufgrinden oder, ach komm, ne? Oder draufgehen, dap, 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 dap. Und ich würde sagen, ich muss, geh hoch, nicht, geh hoch, mein Freund, nicht runter, geh hoch. So, muss versuchen, hier runter zu grinden und das macht ihr echt schon, ich habe es probiert eine Zeit lang, hier ist schwierig das Feeling. Also hier muss ich grinden. So. Hier, oh, ich hab's nicht geschafft. Ne? Ich hätte auf den Vorsprung springen müssen, damit ich oben die Sprühdosen bekomme. Gucken wir mal, dass wir es vielleicht irgendwo anders nochmal durch andere Dosen dann rausholen. Das macht mir schon ein bisschen mehr Probleme. Es sieht, finde ich, sehr gut aus für ein GBA-Game. Aber spielerisch ist das schon ein bisschen ein Krampf hier. Ehrlicherweise muss man sagen, auch das originale Jet Set Radio war spielerisch schon ein bisschen ein Krampf. So, da müsste ich von da springen und oben erstmal sein. Hier kann ich aber mal grinden. So, da habe ich ein Item gekriegt.
Dann grinden wir hier mal entlang und müssen, glaube ich, gleich was sprühen können. Da. Schön gesprüht. Und das Item hinten dran. Also ein Spiel, wo man arbeiten musste gegen die Steuerung. Und dann damit zurechtkommen. So, oh, so sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Ich gehe noch und hol hier. Geil. Hatte ich gar nicht die Absicht, aber es hat tatsächlich funktioniert. Und jetzt habe ich so viel gesprüht, dass die Bullerei schon angekommen ist hier. Also ein Spiel, wo man viel Spaß haben konnte, aber ich weiß auch noch beim Dreamcast, ich musste da auch wenn du die 3D-Perspektive hattest, das konnte durchaus ein bisschen, ja, knarzig, nennen wir es mal, sein mit der Steuerung. Ne? Das ist nicht so geflutscht. Ich finde hier, Tony Hawk funktioniert vom Konzept besser mit dem selber nach vorne fahren, das Kurskorrektur, die du machen musst. Hier ist das Abschätzen wirklich arg knifflig. Und wenn wir es mal zu sehen bekommen, irgendwo kann ich noch, hier kann ich, glaube ich, ein größeres Graffiti machen, oder? Genau. Bei größeren Graffitis, wenn man genug Sprühdosen eingesammelt hat, muss man dann Manöver mit dem Steuerkreuz eintippen. Und die sind, ich muss das ein bisschen langsam machen, weil ansonsten, okay, jetzt hat es hier funktioniert. Fast schon wie so Street Fighter-Angaben, ne, so von Street Fighter-Moves, die man umsetzen möchte. Und das ist normalerweise auf den Analogstick ausgesetzt oder auf den Analogstick geeicht, dass du so flüssige Bewegungen wie so eine Sprühdose machen sollst, dass es das imitieren soll. So, nehmen wir nochmal die hier. Und mit dem Steuerkreuz finde ich es auch ein bisschen krampfiger. Nichtsdestotrotz technisch beeindruckend, würde ich sagen. Ah, okay, er lenkt mich da hinten hin, aber ich wollte eigentlich auf der Rückseite da hoch, weil es gibt auch noch einen weiteren Vorsprung, wo ich hin kann. Muss mal gucken, ob ich noch irgendwo ein Graffiti machen kann, dann reicht das hier erstmal. Ah, hier kann ich hoch, genau, am Dingsi. An dem Laden hier vorbei, dann volle Pulle und springen. Und reicht das? Nein, hat nicht gereicht. Okay, wir probieren es noch einmal. Ja, anders hätte man es wahrscheinlich auch nicht wirklich umsetzen können, wenn du hier richtige Polygon-Grafik durchgehend gehabt hättest und nicht nur bei den so. Nee, das würde ich nicht. Ich glaube, es reicht, weil ansonsten krampfe ich mich hier noch weiter die ganze Zeit ab. Würde ich sagen, es ist als Tech-Demo interessant, aber man muss schon ein großer Jet Set Radio-Fan sein, um dann diese Version auf dem GBA sich auch zu genehmigen. Aber es schaut cool aus durch die isometrische Perspektive. Wir können gleich mal zum nächsten Spiel weitergehen. Und was war das beste Spiel des Jahres 2012? Max Payne 3, natürlich. Es ist nicht Max Payne 3, es ist Max Payne. Das originale Max Payne beim PC rausgekommen, 2001. Ein Spiel, gab's auch auf der PS2, aber für mich ist es eins der typischen PC-Spiele mit der Bullet Time, mit dem Shoot-Dodging, das man gemacht hat, auf Quicksave und Quickload ausgelegt. Gerade das erste Max Payne ist wirklich eines dieser Games gewesen, wegen denen man seinen PC aufgewertet hat, ne, damit man nicht nur das so gut aussehen lassen, man war auch mitten im Matrix-Hype, ne, weil das Spiel ja auch ein bisschen so das Styling des Films mitgenommen hat. Passend, glaube ich, gerade aktuell, wenn ihr es hier seht, müsste es ja auch jetzt so Matrix 4 bald fertig sein. Bin gespannt darauf, was sie da ausmachen, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Bock drauf, nachdem 2 und 3 nicht so geil gewesen sind. Aber mal gucken, vielleicht wird es ja besser nach so 20 Jahren ungefähr. Max Payne gab es selbstverständlich auch auf dem GBA. Natürlich, selbstverständlich. Und auch da, wenn das Thema der Sendung ist, mach's mir isometrisch, auch in der isometrischen Perspektive. Und interessant, auch hier, wie viele Elemente kann man von der Präsentation des Spieles vom PC dann runterpacken? Wir gehen aufs Ingame einmal rauf. 2003 rausgekommen, Rockstar gepublished, Möbius Entertainment saßen dran, ausnahmsweise mal nicht Vicarious Visions. Die Sprachausgabe haben sie mit rübergepackt, ihr hört's, ne? Also zwar sehr stark komprimiert, aber die comicartigen, naja, comic-panelartigen Cutscenes, sagen wir mal eher, weil da waren ja die stilisierten Schauspieler dann da, haben sie mit rübergerettet, also dass du die Stimmung dann hast. Wir gehen mal auf New Game. Überspringen das Intro hier einmal kurz. Und da ist Max Payne. Wir haben, glaube ich, die Albtraumsequenz am Anfang des Spieles übersprungen, die normalerweise im PC drin ist und zeigt, warum Max gerade in der Lage ist. Vielleicht hat man es auch in den Cutscenes jetzt hier nochmal gesehen. Aber ich laufe jetzt hier in diesen isometrisch dargestellten Leveln unten ein bisschen. Es steuert sich schon okay. Ja, man hat häufiger auch mal so ein bisschen so die Glaubensfrage, wie ist so eine Steuerung bei einem isometrischen Spiel. Wenn ihr euch erinnert, ich habe vor einiger Zeit hier mal die
PlayStation-Version von Diablo gezeigt. Und da hängt es davon ab, hier zum Beispiel, wenn ich nach oben links, nach oben rechts gehen will, mache ich das Steuerkreuz nach oben, unten links, das Steuerkreuz nach unten, dass es so ein bisschen relativ gemacht ist. Und ansonsten gibt es auch manche Spiele, wo ich dann wirklich exakt in die Richtung drücken muss, um dahin zu gehen. Ja, okay, das sieht hier nicht so gut aus. Ja. Na gut, den haben sie schon erledigt hier. Gotta find Alex fast. Hier ist die Steuerung so eingestellt, dass ich eben, auch wenn ich das Steuerkreuz nach oben drücke, schon schräg in die Richtung laufe, muss man immer sich so ein bisschen dran gewöhnen. Was ich hier schwierig finde, ist, dass die Kamera so schnell nach... Ihr seht, sobald ich einmal die Perspektive wechsle, damit ich den Platz vor mir sehe, die Kamera juckelt schon ordentlich hin. Ich kann hier nicht nur laufen, habe hier noch meine Paintpills bekommen und so weiter, sondern ich kann natürlich auch die Slow Motion auslösen. Die machen wir gleich, wenn wir Gegner gesehen haben. Hab auch die Gelegenheit, aber die Waffen waren hier, genau. Ne? Haben wir erstmal aber nur die M9. Gehen wir einmal kurz raus. Und da sind Gegner gerade. Ich werde mal gucken, ob ich die mit dem Shoot Dodge jetzt weghauen kann. So, auf die R-Taste drücken. Und? Okay, Gut. Hätte ich vielleicht ein bisschen besser machen können, aber die ersten zwei hier erwischt. Ja, drück auf die R-Taste, kann ich die Slow Motion einsammeln, einschalten besser gesagt, und kann sie wieder ausschalten. Oder wenn ich bewege und R drücke, macht er den Shoot Dodge und muss dann aber versuchen, dann in die Richtung zu lenken, ungefähr wo der Gegner steht. So, Pain Pills. Ist das auf Select? Haben wir noch eine? Oh, okay, meine Energie sieht hier nicht so besonders geil aus. Ah, wir haben die Eagle gekriegt. Wir nehmen mal die nächste Waffe hier raus. Level schien mir auch sehr akkurat umgestellt zu sein. Okay, vom Weiten. Hat aber funktioniert. Das Blutige haben sie auch mit reingetan. Muss man auch daran denken, ist eine Nintendo-Konsole, die wir hier sehen. Aber das war, glaube ich, um 2003 schon relativ egal. Oh, da habe ich mich erwischt. Continue. Hat man Continuous hier statt dem typischen Quicksave? Na, der ist hier nicht mit drin. Der wird also ein bisschen der Schwierigkeitsgrad vielleicht erhöht damit, weil das originale Game hat wirklich sehr gut mit Quicksave und Quickload funktioniert. So, Shoot Dodge rüber gemacht. War da. Nee, der hatte mich erwischt. Oh, der hat aber eine Shotty. Kann ich die Pump Action hier mal reinnehmen? Steuert sich vernünftig, ne? Muss man natürlich erstmal. So. Ich mach den Shoot Dodge irgendwie lieber als das. So. Den Shoot Dodge lieber als die normale Zeitverlangsamung, aber es ist mehr so eine geschmäcklerische Frage natürlich. Auch wenn du danach ein bisschen schutzlos bist, aber das Springen ist schon cooler. No, don't. Oh. Ach, das hat er zu dem gesagt. Okay, gut. Ich habe dich gerettet, mein Freund. You save me, man. Was passiert denn hier? Ein Massaker. Sind von nirgendwo sie hier auf einmal aufgetaucht, bla bla. Flieh ruhig, ich nehme ja natürlich hier nochmal die Sachen hier mit rein. Spielt sich gut, wenn man einmal damit zurechtkommt, dass die Kamera hier so ein bisschen hin und her gügelt. Und das Problem, was man dann hier primär... Tür aufmachen, andere Taste. Das Problem, was man primär hier haben wird, ist eher, dass wenn Gegner außerhalb des Bildes sind, ne, und dann auf einen ballern, dass man das so ein bisschen abschätzt. Und ja, ihr habt es gesehen, durch die Continuous natürlich. So gucken, wie viel wir dann davon haben, um einem Level weitermachen zu können. Ach nee, der geht zurück und macht die Tür auf, ne? Da war doch sowas. I'd have to get the train moving, genau. Da ist er und macht mir die Tür auf, ne? Das war's. Exakt. Aber ja, ist ganz schön geworden. Leider hat er das nicht überlebt. Mein Kollege, kann ich das auch machen? Mach die Tür auf. So, geh mal. Oh, da ist keiner. Erinnert mich fast schon so, wie die Level hier so aufgebaut sind. Shadowrun auf dem Super Nintendo ist natürlich ein RPG gewesen. Aber hat auch die. Oh, jetzt habe ich mal das Nicht-Springen gemacht. Hat aber auch gut funktioniert. Habe ich noch irgendwelche? Ich habe keine Painpills mehr, leider. Das hatte eh nicht solche Büro-Level, durch die man durchgelaufen ist. Kommt aber schon ganz gut rüber, muss ich sagen, ne? Für ein kleines Handheld. Na komm, komm, machen wir noch mal kurz, bis wir das Leben verwirkt haben. Jetzt können wir den Zug einschalten, ne? Na? Ne, hier springt er. Da guckt er, okay. The train power is back on. Oh, da haben wir den,
den Schrank. Wollen wir natürlich uns ein paar Pain Pills holen. So, gleich benutzen. Painkillers. Gehen wir nochmal weiter hin. Könnt ihr mir vorstellen, also ist ein bisschen länger her, dass ich das erste Max Payne durchgespielt habe. Aber wenn ich einen neuen Durchgang mache, mal das Spiel auf andere Art erleben, würde ich fast schon der PS2-Version bevorzugen, muss ich was sagen. Haben sie ganz cool gemacht. So, kommen wir in den Zug rein? Nee, der Zug kann weiter. Doch, wir sind drin. Save your game. Yes. Dann hoffe ich mal, dass meine Continues zurückgesetzt sind. Weil es wäre natürlich schade, wenn ich fürs ganze Spiel nur 4 Continues oder so habe. Weil das schaffe ich dann nicht. So, sind wir schon bei den Sewers gelandet. Das, ist das jetzt immer noch gleich oder anders? Okay. Ja, Shoot Dodge hätte ich nicht machen. Oh, aber da schießen sie. Das Explosionsfass getroffen. Na komm, ein Raum noch. Schon die nächste Cutscene und tatsächlich sehr viel erhalten von. Sehr viel erhalten von den, von der Voice Action und da hat er mich mit der Uzi erwischt. Dieses Schwein. Okay, genug, sonst kann ich mich nicht wirklich von Max Payne hier trennen. Also, was so knifflig. Finde ich gut rausgemacht. Also, da finde ich, hilft die Perspektive. Auch wenn du springen kannst mit Max. Aber ich meine, mich jetzt nicht erinnern zu können, dass da groß Jump'n'Run-Einlagen zumindest im PC gewesen sind. Vielleicht haben sie es auch angepasst. Solange ich nicht präzise Plattformen springen muss. Ne? Und wenn du dich, man gewöhnt sich ein bisschen eben an dieses Kamerawackeln hin und her. Wenn man das erstmal intus hat, dann geht's. Ja, und ist immer noch brutal genug. Und wir haben die Cutscenes mit dabei. Gehen wir auf die nächste Mats drauf. Ein Spiel vielleicht, wo die Umsetzung am einfachsten geht, in Anführungsstrichen, Baldur's Gate Dark Alliance war eine Action-RPG-Variante von Baldur's Gate, die für Konsolen rausgekommen ist. Die Dark Alliance-Spiele, ich glaube, das letzte war ja dann Dungeons & Dragons, was rausgekommen ist, was nochmal ein bisschen anders war. Eher Top-Down-Perspektive, es gab ja auch ein Fallout-ähnliches Spiel, wo man herumgeht und in Echtzeit Sachen draufkloppt. Man hatte eher diese höhere Perspektive natürlich, damit man dann die Dungeons von eher Top-Down sehen kann. War noch nicht ganz isometrisch, weil du hattest ja nicht die exakte Dreiviertelperspektive von der Seite und konntest alles durch Polygone darstellen. Das war jetzt noch ein Clip von relativ am Anfang des Spieles, wo du auch die Möglichkeit natürlich bekommst, dann erstmal dich daran zu gewöhnen. Das wird natürlich also mal prunkvoller. Das Wasser war im Speziellen immer mal was Besonderes, weil es immer so hübsch dargestellt war. Auf dem Game Boy Advance, ja. 2003 rausgekommen, die Version. 1000 Lizenzen, die da drin hängen, natürlich, ja. DSi Games, a game by Magic Pockets, auch in der klassischen isometrischen Perspektive. Continuous Save Game. Und jetzt muss ich einmal gucken, weil die Steuerung ist immer anders bei den Spielen hier. Das ist jetzt schon ein bisschen weiter, wo man die ersten Quests gemacht hat. Also mein Charakter läuft hier in isometrischer Sicht durch den Dungeon. Das ist der gleiche Dungeon, den wir gesehen haben in dem Clip von der PlayStation 2. Kamera kann ich natürlich nicht drehen. Ich kann hier hauen. Ich habe die Möglichkeit, je nach Waffe zu blocken und habe ein Menü zum Equippen. Hab gerade hier ordentlich an Equipment, verschiedene Hieb- und Stichwaffen dabei, Spells, die ich leveln kann und sowas. Use Point. Ja, so viele Points habe ich noch. Hier, Accuracy haben wir mal draufgepackt. Da bin ich ein bisschen zielsicher. Ich habe einen Schlüssel bekommen, um da weiterzumachen. Also typische Sachen sind erhalten worden. Wenn ich Gegner hier sehe, da müssen gleich welche auftauchen. Da haben wir da sind die klassischen Ratten. Kann ich da in Echtzeit draufhauen? Hier wäre die einzige Schwierigkeit maximal im größten Teil die Entfernungen abzuschätzen, ne? Weil ich springe hier natürlich nicht, aber direkt am Gegner dran zu stehen und dann die Sachen wegzuhauen, wird natürlich dann umso schwieriger. Das war ein Dungeon, den ich vorher schon mal gelöst habe. Das heißt, so viele Gegner sind jetzt hier nicht drin und die Ratten sind nicht so angriffslustig, dass sie mir zu viel an den Karren pissen, sondern die lassen mich schön schalten und walten. Ich muss eine Tür finden, die weiter drin ist. Ah, aber ein Goblin hier. Das, was ich nicht abschätzen konnte, auch bei dem Spiel, wie gesagt, die Abstände, aber hier, wenn ich mal den Block hier mache, okay, der trifft mich jetzt nicht, so. Richtig zum Beispiel, wann haue ich, wann blocke ich? Wenn man zwei Handwaffen hat, dann ist es natürlich so ein bisschen nichtig. Weil dann ist es egal, da kannst du eh nicht blocken, dann volle Pulle durch. Ich kann mir Tränke natürlich noch geben. Durch die L-Taste habe ich so eine Art Schnellwahl. Oder? Habe ich noch Tränke hier gerade dabei? Nee, oh Gott, die Spinnen, die habe ich ja ganz vergessen. Okay.
Habe ich Tränke? Oh Gott, ich habe nicht mehr so viele Tränke. Das Wasser ist hier leider nicht so cool wie auf der PS2 damals, weil das hatte so schöne Effekte. Hier einfach nur so ein bisschen plitschi-platsch. Der Rest, den haben sie aber durchaus ganz schön gemacht. So, gucken wir mal, ob wir dann das überleben. Zum Glück, die Spinnen sind ein bisschen heftiger. Aber ich kann sie so ein bisschen tricksen, indem man sie an Türen lockt, wo sie dann nicht durchkommen. Ich hier leider nicht. Aber ich versuche hier noch durchzuarbeiten. Und das müsste die Tür sein, die ich aufmachen kann jetzt durch den Schlüssel. So, Sachen findet man hier natürlich auch in Kisten drin. Ein bisschen so Mangel an Musik. Oder ich weiß nicht, habe ich die ausgeschaltet potenziell? Nee, ich glaube nicht. Aber so ein bisschen Musik taucht hauptsächlich nur auf. Take. Wenn man bei bestimmten Locations in der Nähe ist, um da die Spannung nochmal aufzuhauen. Aber ich hätte gern schon mal ein bisschen so Ambient Sounds und so gehabt und nicht nur die Soundeffekte, die hätten es nochmal ein bisschen anders machen können. Finde ich auch schön umgesetzt. Hey, also Action-RPGs gehen eigentlich immer, auch auf Handhelds. Und da kann man sich einmal ausdrücken. Jetzt habe ich mal die Stange da liegen lassen, egal. Gehen wir nochmal hier kurz rum und gucken mal, ob wir irgendwo einen neuen Gegnertypen finden. Und dann reicht das auch. Hätte ich mir auch damals gegeben, finde ich, ist eine schöne Idee, wie man es, oh, Leute, mit Speer umsetzen kann. Vielleicht wirklich was für die Diablo-Fans dann, ne? Weil es dann umso mehr an Diablo erinnert. Mehr als das originale Dark Alliance durch die richtige isometrische Perspektive. Na komm. Wollt ihr mich kaputt speeren hier? Und den einen hauen wir noch weg. Jetzt hör mal auf! Hier, Alter, der ist ausgewichen. Geht nicht so weit weg. Ich habe leider noch keine Fernwaffen bekommen. Weil sonst könnte ich auch Bögen und anderes einsetzen. So nerven die mich aber. Aber die treffen sich selbst. Das finde ich auch gut. So. Oh, Mist! Wirklich? Dass die sich selber treffen, finde ich aber. Ja, komm. Und jetzt du? Das ist mir egal. Zack. Komm her. Zack, so. Das reicht. Den wollte ich noch auf jeden Fall eine von den Latz knallen. Leute, wir machen eine kleine Pause, gehen kurz in die Werbung. Wenn wir zurück sind, geht's weiter mit dem Retro-Club. Da sind wir wieder zurück beim Retro-Club. Die Werbung ist vorbei. Es geht weiter mit isometrischen Umsetzungen bekannter Franchises auf den Game Boy Advance. Die Liebe zur Dreiviertelperspektive. Ich habe versucht, halbwegs am Anfang noch, bevor wir uns die Beispiele angeguckt haben, noch mal konkret zu sagen, wie isometrisch eigentlich konkret erklärt wird. Ich habe hier noch mal kurz einen Absatz rausgesucht, den möchte ich noch einmal verlesen, um da mal auch wirklich konkret korrekt zu sein, was zur isometrischen Perspektive in Computerspielen nämlich gesagt wird. Die isometrische Perspektive in Computerspielen, teilweise auch als Dreiviertelansicht bezeichnet, ist eine Darstellungsform von Computerspielinhalten, die einen dreidimensionalen Eindruck erzeugen soll. Üblicherweise zeigt sie in Computerspielen das Geschehen aus einer Überblickperspektive von schräg oben. Haben wir also so gesehen. Die isometrische Darstellung ist aus der Architektur entlehnt und basiert auf der mathematischen Grundlage der Axonometrie. Sie ist besonders verbreitet in Strategiespielen, Sport- und Wirtschaftssimulationen sowie Rollenspielen. Haben wir ein paar davon gesehen? Auch ein paar Action-Games jetzt hier gehabt mit Max Payne beispielsweise und, na gut, Baldur's Gate Dark Alliance war jetzt ein Rollenspiel. Wir gucken uns den nächsten Mal an. Lass uns ins Action-Adventure weitergehen und ich habe mal Harry Potter 2 gesagt, aber wir wissen ja, Harry Potter und die Kammer des Schreckens hier in der PlayStation-Fassung. Die Harry Potter-Spiele, die waren gar nicht mal so schlecht. Gerade den ersten Teil, das war so ein kleines, nettes, fast Zelda-like, kann man sagen. Obwohl natürlich der Aufwand bei den richtigen Zelda-Spielen noch mal um einiges höher ist. Aber wenn man damals die Bücher als auch die Filme gemocht hat, hat man natürlich dann nette Umsetzung gesehen. Hier auf der PlayStation von Teil 2 ist natürlich, ja, du nimmst die Perspektive von hinten, Harry und wen du auch immer dann sonst dann zum Steuern bekommst. Meistens, glaube ich, war es Harry, wobei die späteren Games habe ich jetzt nicht groß gezockt. Aus der Perspektive hinten gesehen, Zauber wirken, herumspringen, machen. Sieht natürlich in der Polygongrafik heutzutage von der PlayStation 1 nicht mehr ganz so hübsch aus. Wir gehen auf den Game Boy Advance drauf. Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Electronic Arts, Rechte dran gehabt, auf dem Game Boy Advance. Und nach dem Thema der Sendung zu urteilen, natürlich isometrische Perspektive. Sehr interessant. Wir überspringen mal hier kurz die Story. Ich habe mal den Anfang des Spiels jetzt hier gewählt, da man ein paar verschiedene Bereiche dann sehen kann und Charaktere. Da, genau. Wie war das? Ist schon Ewigkeiten her, dass ich das Buch gelesen habe. Dobby ist vorbeigekommen und gesagt, Harry, da ist was los. Fliegen wir mit dem Auto hier. Passt schon.
Ich weiß nicht, wie akkurat jetzt die ganzen Inhalte des Buches in dem Spiel abgebildet werden oder ob sich da kreative Lizenz genommen wird, weil ich meine jetzt den Anfang, den ich gleich gespielt habe, fliegende Auto, natürlich. Harry, es geht um deine Kinder. Wir müssen zurück in die Zukunft. Bla bla bla. Aber für die Cutscenes haben sie immerhin was überlegt, statt irgendwelche Screenshots aus dem Film zu nehmen, sondern selbst ein bisschen was gebastelt. Also alles ganz cool. Inwiefern die spielerischen Parts jetzt alle so sind, wie sie im Buch vorkommen, ob man sich da, wie gesagt, auch kreative Lizenz genommen hat, um dann zu sagen, da machen wir einen neuen spielbaren Level draus. Müssen wir mal gucken. Auch hier dann isometrische Action-Adventures, Action-RPGs draus geworden. Ich überspringe aber jetzt sehr viel Story. Erzählt auf jeden Fall, Harry, was zum Teufel machst du in der Nocturngasse, sagt uns Hagrid, der große Hagrid hier. Hagrid, ich habe mich verirrt. Flohpulver. Zwielichtige Gegend, Harry. Möchte nicht, dass sich jemand sieht. Komm hier entlang. Komm schon, Harry. Also, ich folge. Hier automatisch Hagrid. Man sieht schon, Perspektive sorgt schon für einen ganz eigenen Eindruck. Hier ist man dabei, dass man noch erstmal die Steuerung übt. Ich kann hier herumlaufen. Ich kann meine Zauber aufladen und dann die werte Frau Zauberin. Ich habe die Möglichkeit, noch zu springen. Das ist was potenziell für später knifflig werden konnte. Und ich muss jetzt mal zu Hagrid hier hin, damit ich in den nächsten Part hier reinkomme. Ja, finde ich, ist eine schöne grafische Darstellung. Gehe hier zu Gringotts rein und muss ich mir hier kaufen. So. Ich würde gerne Geld aus Verlies 704 abheben. Mein Name ist... Ich weiß, wer Sie sind. Zurzeit werden Schienen zum Verlies 704 Wartungsarbeiten durchgeführt. Ich kann Sie also nicht hinbringen. Sie müssen selber gehen, aber es ist gefährlich. Natürlich ist es gefährlich. Hier ein bisschen anders. Es ist nicht ganz exakt eine Dreiviertelperspektive, die wir hier hatten in diesem Zwischenlevel, sondern mehr fast schon ein Render-Hintergrund, wo wir mit tiefen Wirkungen nach hinten gelaufen sind. Das eigentliche Spiel hier aber, das ist noch der Tutorial-Part, haben wir ein bisschen Stadt gesehen. Wirkt fast schon wie so ein Zelda-Dungeon, ne? Kann hier rumlaufen, kann dann springen, muss zu dem nächsten Part. Ob ich wohl hier draufklettern kann? Jawohl, Harry, das kannst du. Kann ich mich am Vorspringen hochziehen? Wir öffnen die Truhe und finden da drin ein Knut. Wie viel Geld werde ich wohl noch finden? Waren das Knuts? Das Geld in Harry Potter? Es ist echt lange her, dass ich es gelesen habe. So, natürlich. Gehen wir mal hier, was passiert? Drücke den Knopf, dann kannst du Türen öffnen, Harry. You're a wizard, Harry. Mach diese Tür offen mit dem Hebel. So, Gegner sind hier. Zum Glück kann ich die mit meinem Zauberstab. Nimbus war nicht der Zauberstab, sondern Nimbus war der Besen. Ne? Wie ist der Zauberstab nochmal? Der hat doch auch so eine Spezialbezeichnung. Weiß ich auch nicht mehr. Geschnitzt aus bestem Holz. Zauberholz. Ja, es macht als Spiel, macht es echt so einen richtigen Zelda-isch Eindruck. Ne? Hängt natürlich davon ab. Ich habe jetzt nicht so weit gespielt, um zu sehen, wie viel von den Rätseln vorhanden ist, weil so ein bisschen typisches Zelda-Rätselzeug hier wie schieb mal hier die Lore voll mit Diamanten rüber, damit sich dann eine Truhe von oben dir zeigt. Schönes Versteck hier. Das ist typisch Zelda-Kram, aber es kann natürlich auch sein, dass hier die Herausforderungen ein bisschen mehr Jump'n'Run-ich sind. Also, dass du eher auf die Action setzt und dass du nicht dann mehr klassisch, oh, ich muss hier das Puzzle lösen und da ein Schiebeding oder sowas machen. Solche Dinge eignen sich natürlich erst recht für ein Handheld. No? Also, gerade wenn man es in der Form machen muss, das ist ein Safe, Erinnerungsausgang oder sowieso Rücksichtspunkt zumindest. Schieben wir mal das hier mal rüber. Es gibt natürlich viel mehr Harry Potter-Spiele, nicht alle, soweit ich sehen konnte, auf dem GBA, haben dann auf diese isometrische Ansicht gesetzt. Aber für das Ding hat man es gemacht. Finde ich, ist, wenn ihr euch noch an den Clip von der PlayStation 1 erinnert, zumindest optisch besser gealtert natürlich, ne? Weil mit gezeichneter oder Render-Optik zumindest, die nicht auf Polygonen basiert, kann man heutzutage ein bisschen mehr punkten. Gut, was ist denn das? Okay, da muss ich versuchen, da durchzu. Ja, komm. Was fällt denn da rein? So, komm mal. Achso, was war das zum Aufheben? Das zum Aufheben. Und dann weghauen. Können wir nochmal saven? Nee, einmal reicht. Was habe ich denn hier? Ach, das war okay. Da sind wir auch gleich umgenietet, ne? Müssen wir also aufpassen. Okay, nicht zerhauen. Ich habe keine Energie mehr. You're almost dead, Harry. Was geht hier? Treten Sie nicht auf instabile Flächen. Die gehen sofort kaputt. So. Und jetzt kommt mein großer Freund, ne? Okay, wie steht die Plattform? Weil einen Schatten kann ich da unten nicht sehen. Ich hoffe, ich habe mich korrekt draufgestellt. Aber das Feuer
hat mich zum Ausgangspunkt wieder zurückgehen lassen. Ja, ich guck mal, wir probieren es einmal noch. Mal gucken, ob wir hier weiterkommen. Also hoffe ich mal, dass davon nicht so... Ah, hier zum Beispiel. Okay, da sehen wir es, ne? Das ist das, was er meinte. So, die kaputt gehen. Und ich hoffe mal, die kommt wieder zurück. Okay. Weil ansonsten wäre ich ein bisschen angeschniedelt. Das ist nicht so cool. Und hier können wir dann rüber. Ja, bei solchen Sprunganlagen gerne, liebe isometrische Perspektive, Spieleentwickler, dran denken, dass das durchaus knifflig und kompliziert sein kann, wenn man nicht den vernünftigen Überblick hat. Immerhin, hier gibt es ja Schattenwurf. Okay, hier müsste noch eine Lore kommen, würde ich sagen. Und guck mal, und da kann ich, oder zumindest eine bewegende Plattform, da könnte ich in der Theorie draufspringen. Ah, schön, schön. Dahin, okay, es reicht mal, weil wenn ich bis dahin jetzt wieder spiele, dauert es noch mal eine halbe Stunde. Aber da war bewusst mit der Perspektive gespielt, dass da eben durch das vordere Element eine Plattform versteckt war, in der ich mich ungefähr, ich muss mich da so hinfühlen und gucken, wo ich da lande. Manchmal kann man das für einen guten Effekt benutzen, wenn das Absicht ist. Oft ist aber auch die Dreiviertelperspektive gerade bei so Sprunganlagen, wie bereits erwähnt, eher hinderlich. Und dann ist das der schöne grafische Effekt weg. Schade ist es drum. Wir gehen aufs nächste Video und sehen einen guten alten Jump'n'Run-Klassiker, hier durch Rayman 1 dargestellt auf der PlayStation. Natürlich Rayman, eine sehr, sehr langlebige Serie, die nicht nur in Side-Scrollern sich ergeben hat, sondern für Rayman 2 ist man in die Third-Person dann gegangen, also typisches 3D-Jump'n'Run gewesen. Hat man also viele Optionen, wie man so einen Rayman umsetzen kann. Ich glaube, auf dem GBA hat es auch eine klassische Umsetzung von diesem Rayman in der Art gegeben. Allerdings, es gibt auch einen Rayman-Eintrag auf dem GBA, der sich dann der Dreiviertel Perspektive bedient hat, nämlich Rayman Hoodlums Revenge heißt das Spiel. Nicht alle Rayman-Spiele, wie gesagt, haben das benutzt, aber bei solchen Jump'n'Run-Serien hat man sich für bestimmte Einträge gedacht, gerade weil auf dem Game Boy Advance sehr viel, da gab es etliche Raymans und Spyros und Crash Bandicoot, so wie sie hat. Ab und zu mal war auch tatsächlich ein isometrischer Eintrag mit dabei. Geht aufs Ingame, Digital Eclipse waren diesmal dafür verantwortlich, für Ubisoft natürlich umgesetzt. Let's go to the English. Müssen wir mal kurz gucken, ob ich eventuell einen Spielstand laden muss oder nicht. Save Slot, okay. Ja, dann müsste... Ich hoffe, dass es nicht noch das Tutorial ist. Hey Rayman, wir sind los für ein weiteres Abenteuer. Ich hab... Oh, ist das noch das Tutorial? Ja, werden wir gleich... Ah, okay, ich bin doch noch in die Tutorial gegangen. Aber egal, da können wir einmal sehen, wie das daran gedacht ist. So, hier habe ich die andere Art von Steuerung. Nämlich, wenn ich hier auf dem Steuerkreuz nach oben drücke, geht Rayman direkt nach oben und nicht hier schräg nach oben, wie ich es eigentlich persönlich bevorzuge, weil so komme ich ein bisschen besser zurecht. Manche Spiele bieten einem die Möglichkeit, das noch hier zu ändern. Leider Rayman hier nicht. Das heißt, ich bin also darauf angewiesen, oben und rechts zu drücken, wenn ich hier hin möchte. Das bringt mich also noch mal so ein bisschen... Ja, ich muss mich immer wieder so ein bisschen dran umgewöhnen. Also ich habe die Möglichkeit... Überspringen wir mal die Tutorials hier, die Sachen hier einzusammeln. Aber in die richtige Richtung zu drücken. Mit Knibbel... Also du kannst natürlich nochmal hier drüber springen. Machen wir die Sachen hier einsammeln. So, gleiten natürlich wird einem hier beigebracht. Das geht auch. So... Springen und nochmal gedrückt halten zum Gleiten. Die Funktion hat man hier also auch. Über die Items. Finde ich schwieriger, mich hier jetzt so zurechtzufinden. Vor allem, weil es ja auch ein Jump'n'Run ist. Ne? Wo Sprunganlagen also wichtig sind. Also du kannst da raufklettern. Können wir natürlich mal machen. Hier seitlich darauf. Und mit so Jump'n'Runs komme ich schlechter zurecht. Auch das hier wirkt für mich immer ein bisschen so zu schnell und fast schon glitschig von der Steuerung. So, was hat er mir jetzt hier erklärt? Ach ja, fall nicht in die Milch rein. So, okay. Haben wir es geschafft, nicht in die Milch zu fallen. So, natürlich Gegner. B gedrückt halten und loslassen zum Hauen. Dann macht er nämlich die Faust. Hier, die Bäckerfaust. Und haut alle kaputt. Oder was sonst der Boris Becker gemacht hat. So, hier sammel die, die Wesen hier ein, die im Käfig drin sind. Und die roten Looms sollten wir auch einsammeln. Was war das? Energie? Weiß nicht mehr. Wir gehen mal hier kurz rauf. So, hier. Da mussten wir einmal draufklopfen, oder? Genau, und schon haben wir einen von den Nasenbären hier befreit. Ich bin zu spät für mein Drum-Solo. Macht nichts, wir haben dich ja jetzt befreit.
Vielleicht ist das auch eine Sache, wo Kinder besser mit zurechtkommen. Solche Games waren ja auch primär dann für Kinder auf dem Game Boy Advance gedacht, ne? Und vielleicht haben die einen besseren Blick darauf, wie was hier so ist. Immerhin, Rayman Schatten, warte mal, man sieht es beim Springen auch, er wird größer und kleiner, je mehr der Abstand ist. Also hilft das einem noch. Oh nein, springen war die andere Taste. Hilft das einem noch mal ein bisschen mehr, die Abstände einzuschätzen. So, mit dem L-Button können wir hier uns noch umschauen. Ist das immerhin noch eine Hilfe, dass du unterschiedliche Schattengrößen hast? Ich guck mal hier kurz, da ist nichts. So, rüber und ich schweb mal runter und ich hoffe. Nee, ich war noch nicht da. Okay, hol dir auch von den grünen Lumps was. So. Das macht's schwierig, ne? Wenn ich durch das Fliegen wird Rayman nach unten gedrängt, aber dann sehe ich nicht, wann ich genau auf der Plattform drauf bin, sondern muss so ein bisschen drauf hoffen. Na? Umgehauen. Okay. Also, auch wenn es grafisch okay ist, ne, ist bisher nicht mein Favorit. Okay, wie war das jetzt hier? Darauf. Habe ich hier schon runter. Ja, heutzutage, kann man gleich noch mal erwähnen, so isometrische Games, es wird ja ein bisschen weniger auf Pixeloptik gesetzt, aber es gibt ja auch außerhalb des Strategiebereichs mal Games, die zumindest nach außen gehen, vielleicht nicht exakt die Dreiviertelperspektive behalten, so wie es hier ist. Warte mal, der Exit, nehmen wir den noch mit, das war Springen. Die Dreiviertelperspektive behalten, aber die zumindest versuchen, das Feeling darzustellen. Death Door, was ja vor einiger Zeit rausgekommen ist, das gibt einem ja noch mal ein paar andere Ansichten, aber es fühlt sich wie ein klassisches isometrisches Game an. Und es funktioniert für mich zum Beispiel, weil hier draufhauen. Das funktioniert für mich zum Beispiel bei Death Door ganz gut, weil da nicht so viel klassisches Springen da ist. Sondern es auch so geht. So, springen wir. Na, spring noch mal hoch, mein Kollege. Reicht? Ja, ist auch da. So, komme ich hier so rüber? Okay, und auch den Gegner hier zu erwischen. Was schon? Oh, und da haben wir noch einen. Ich muss zu meinem SpongeBob. So, hier ist der Exit. Den haben wir jetzt aufgemacht, oder? Da haben wir ihn aufgemacht. Und haben den Level geschafft. Immerhin. Welcome to the end of the level score screen. Laba, laba, rababa. Hast gute Punkte gemacht. Ich habe alles eingesammelt. Oh, aber ich habe 2 Teensies verfasst. You're the man. You rescued more Teensies than ever. Aber mach den Level bitte nochmal. Und du kriegst hier einen auf deine Stempelkarte. Aber es geht noch besser, mein Freund. Genug von Rayman auf dem GBA. Das war Rayman, die Rache der Hoodlums. Und gehen wir jetzt zu der Serie rüber. Habe ich gerade schon erwähnt. Aber wenn wir Rayman sagen, müssen wir natürlich auch Spyro the Dragon sagen. Schauen uns das Video an. Da noch in der Original-PlayStation-1-Fassung, natürlich unlängst vor ein paar Jahren nochmal in dem Remake rausgekommen. Remaster, doch eher Remake, ne, war ja alles von Grund auf nochmal neu gemacht und sah auch sehr gut aus. Ein Third-Person-Jump'n'Run mit Flugeinlagen, viel einsammeln, viel erkunden. Eine der Top-Jump'n'Run-Serien damals auf der PlayStation 1 gewesen und natürlich auch durch das Remake jetzt auf vielen anderen Plattformen zugegen. Spyro hat einiges an Third-Person-Spielen bekommen. 3 verschiedene, kann ich mich zumindest erinnern. Wie ist das, eine Season of Ice und Season of Fire oder so, die dann sich um bestimmte Elemente gedreht haben. Jetzt werfen wir den Blick aber auf ein anderes isometrisches Spiel. Spyro Attack of the Rhinox heißt es. Vivendi, natürlich hier umgesetzt, Universal Interactive, wie die Rechte da verteilt sind. Digital Eclipse, die hatten wir hier schon. Was hatten die gemacht? Max Payne, oder? Oder war das Baldur's Gate? Also eins von denen spielen. Attack of the Rhinox. Mal gucken, ob mein Save hier drin ist. Okay, sollte noch sein. Wir wollen nicht wieder alle Tutorials hier machen, sondern zumindest in der Startwelt umgehen. Hier gelten so ein bisschen ähnliche Sachen, wie ich sie gerade bei Rayman hatte. Was das Zurechtfinden in der Welt geht, das Laufen und so weiter. Auch hier die Steuerung so. Ich drücke Steuerkreuz nach rechts, er geht direkt nach rechts statt schräg nach oben. Ich glaube, das konnte ich leider hier auch nicht umstellen. Das sollte man, also wenn man die isometrische Perspektive nimmt, sollte das wirklich eine Einstelloption sein, ja? Weil das sind solche Sachen, selbst wenn die im Menü drin sind, wer es haben will, kann da hingehen und das dann entsprechend ändern. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich kann springen und das Feuer hier machen. Und warum auch immer habe ich das arme Schaf jetzt hier weggefeuert? Seine Augen, die Augäpfel sind noch übrig und gucken mich fragend an, warum hast du mich aus der Existenz gefeuert, Spyro, was soll das?
Na gut, dann ist das nicht der einzige, sondern die haue ich hier auch mal weg. Auch hier gilt es ähnlich wie bei, wie wir es bei Rayman hatten, drumherum fliegen, springen und so weiter. Es gibt hier noch die Laufattacke, sich vernünftig da positionieren. Das ist für mich so ein bisschen dann das Schwierige. Ne? Immerhin, ihr könnt hier wirklich wieder Rambock durch die Gegend jagen. Sollte natürlich dann nicht ins Wasser fallen, weil das ist nicht ganz so geil. Dieses Game hatte noch so ein Cyberspace-Element, ne, wo man teilweise verschiedene andere Level zurückkehrt. Also die Rhylocks sind aufgetaucht. Natürlich die großen Drachen geben mir dann entsprechend die Aufgaben. Wir haben ist die Heart of the Dragon Shores. Aber wir müssen Ripto aufhalten. Ripto, der große Bösewicht, der ist, ach, whatever, laber hier nicht rum. Ist mir jetzt auch relativ egal. Also Story gibt's auch für euch alle. Da ist der Feenschrein. Da müssen wir irgendwo dann hier nochmal hin. Ripto, der große Bösewicht, spielt auch eine Rolle. Ich fand's nicht so mega geil, muss ich sagen. Ne? Also ja, man kommt wahrscheinlich da auch da rein, aber auch durch die hohe Geschwindigkeit, wenn man hier so durchjagt, bin ich fast schon bei einem anderen berühmten isometrischen Game, nämlich Sonic 3D Blast auf dem Mega Drive. Da hat man ja auch die Sonic-Formel auf isometrisch dann neu erfunden. Und da finde ich auch was schwieriger hier. Es tut mir irgendwie leid um die kleinen Schafe. Vielleicht soll man das auch nicht machen, aber ich mach's trotzdem. Tut mir trotzdem leid um die. Guck mal, jetzt aber das Herz da oben freut sich. Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Das ist nicht ganz so cool. Oh nein, jetzt hier da oben wieder. Dann soll ich lieber aufpassen, wo ich. Dann laufe ich lieber nicht. Sondern geh einfach mal hier durch. Nerv mich nicht. Drachenmann. Mal hier rüber. Der Level hier hat auch was gerade. Wahrscheinlich denke ich gerade an Sonic 3D Blast, weil der Level sehr Sonic-mäßig ausschaut jetzt hier, ne? Mit den Palmen und dem Gras. Könnte auch ein Sonic 3D Blast Level hier sein. So. Moneybags. Laber, 300 kostet. Ach oh, komm, dich machen wir auch mal weg. So, ist das ein Level? Kann ich hier rein? Okay. Die Brücke ist weg, also hier kann ich noch nicht weiter. Zwingst du mich etwa gleich wirklich mal Text zu lesen? Gehen wir mal. Da haben wir was. Hier. Wenn ich die Tür mal treffe, dass wir zum nächsten Level reinkommen. Fairy Library Foyer sind wir. So, Sprunganlagen hier immerhin dadurch, dass man auch den Schattenwurf hat. Ach nee, muss ich mit euch reden? Muss ich, ne? So, kann ich hier mich draufstellen? Ne, auf den kann ich natürlich nicht stehen, sondern die müsste ich kaputt machen. Und die Sachen einsammeln. Das reine Springreihe. Okay, was wollt ihr mir sagen? If you warmer, the Flutterbug. Okay, da muss ich also. Okay, ich muss die anfeuern und dann werde ich nach oben hochgeflogen, sodass ich auch Sachen überwinden kann, die ich normalerweise nicht schaffe. Muss aber den Absprung schaffen, wie beim Bus hier. So, ist meine Haltestelle. Spyro, kannst mir einen Gefallen tun. Das Feuer ist aus. Kannst du das Feuer anmachen? Ja, klar kann ich das, mein Freund. Geil, habe ich das gemacht. So. Danke für uns Aufwärmen. Ich gebe dir den Spell Scroll. Mit Select kannst du den aktivieren. Okay, Feuer. Und ich kann dann stattdessen. Jetzt kann ich das Eis machen. Jetzt kann ich wieder ausmachen. Nee, wenn das Feuer einmal feuert, dann passt das schon. Achso, natürlich kann ich auch hier gleiten. Ist ja klar. Gehört ja auch dazu. Wenn wir mal Sachen da machen können. Ja, mein Favorit ist es nicht. Ne? Aber vielleicht, wenn man sich so ein bisschen eher dran gewöhnt, kann man auch hier das machen. Da würde ich lieber. Ich würde lieber einen Sidescroller, einen klassischen haben. Würde ich fast eher sagen, als hier isometrisch, auch wenn es hübsch ausschaut. Genug mal davon, weil auch hier ist es ein Ding, wo man dann irgendwo den Absprung dann schaffen muss, weil ansonsten machst du dann noch ein Level und noch ein Level und findest kein Ende beim Sammeln. Und lass uns zu Ende gehen in dieser Folge mit noch einer weiteren Umsetzung einer klassischen Serie in der isometrischen Perspektive mit der mir liebsten Serie aller Zeiten, nämlich Kingdom Hearts. Hier ist der zweite Teil, der erste Teil auf PlayStation 2. Da kommen die zwei. Ja, 2002 rausgekommen, natürlich noch in der Third-Person-Perspektive, mittlerweile in tausendfach als Remixes neu aufgelegt. Und da hätte man noch nicht ahnen können, wie verworren die Geschichte mal sein wird von Kingdom Hearts. Das erste Sequel, was ich zumindest dafür entdeckt habe, weiß jetzt nicht, war es schon nach Kingdom Hearts 2 auf der PS2, war der GBA-Ableger.
der rausgekommen ist. Den habe ich recht häufig damals in den Verkaufsregalen hier in Hamburg in den Kaufhäusern gesehen. Nämlich Kingdom Hearts Chain of Memories, was ja unter anderem auch in den Remix dann Neuauflagen aufgetaucht ist, allerdings da in einer recht anderen umgesetzten Fassung. Wir gehen aufs Ingame einmal rauf. Da sehen wir, Kingdom Hearts ist jetzt schon ein bisschen weiter gespielt, damit wir nicht direkt den Anfang hier sehen müssen, weil das auch sehr Tutorial-lastig dann wird. Wir sind als Sora unterwegs in einer großen Location und sind mit Goofy und Mickey natürlich dann weiterhin da am Start. So, das war der Save-Punkt, glaube ich, hier, ne? Bin ich hier gefangen oder so? Ja, egal, gehen wir mal hier kurz weiter, wir weiterspielen können. Auf jeden Fall ein eigenständiges Game, was große Relevanz hat für die Story von Kingdom Hearts. Jetzt, was habe ich hier verrafft? Ach, musste ich den... Ich muss erstmal hauen natürlich. Ich brauche natürlich den Schlüssel, um die Tür aufzumachen. Und da kommen die Gegner hier raus. Das grundsätzliche Spiel spielt sich hier in der isometrischen Perspektive und sieht, finde ich, auch grafisch echt hübsch aus. Natürlich auch weiterhin sehr cutscene-lastig. Wenn ich auf die Kämpfe hier drauf gehe, die Kämpfe gehen auf eine leichte Seitenperspektive und fußen auf Karten. Na, ihr seht, ich setze verschiedene Karten ein, die verschiedene Schlaglevel sozusagen darstellen. Und die gehen in eine leicht seitlichere Perspektive, aber das eigentliche Spiel funktioniert dann hier weiterhin. Ich kann dann, wenn ich das entsprechende Item hier geholt habe, ich glaube, ich brauche Tranquil Darkness. Karten sammeln, Gegner bekämpfen, aufleveln, RPG-mäßig alles klassisch machen, dass du in den nächsten Part hier reinkommst und natürlich, ach komm, noch einer, komm, die wollen wir auch weghauen. Technisch sehr, sehr gut gelungen. Also ich finde, für ein GBA sieht das hübsch auch aus. Eine gute Idee daraus, weil es ja ein Rollenspiel ist, mit leichten Jump'n'Run-Aspekten. Klar, noch mit dabei, wenn es jetzt nicht zu kompliziert wird von den Sprunganlagen, die man machen muss. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Hier haben wir ja noch mal was. Ach komm, ich hab die doch gerade besiegt. So, war aber nur ein Gegner. Ach, da kommen ja noch mehr raus. Okay. Karten kann man auch ein bisschen detaillierter übrigens sich zurechtlegen. Ich spam das jetzt hier zu Beginn nur ein bisschen, weil ansonsten die Taktik, darauf muss ich jetzt noch nicht so viel achten. Level up. Nehmen wir mal einen Hitpoint Boost. Aber um das eigentliche einzugehen, also wenn die eigentliche Spielewelt in Dreiviertelperspektive dargestellt wird. Okay, da haben wir es auch geschafft. Müssen wir nur ein bisschen vorsichtig sein. Okay, vielleicht beim den Gegner hier. Oh. Man muss ein bisschen vorsichtiger sein, die Karten kann man sich auch zurechtlegen. Man muss sie dann aufladen, wenn man alle einmal eingesetzt hat und kann da nicht nur normale Angriffe, sondern auch Zauber wirken. Also ich kann die mit L und R durchschalten. Mal gucken, das müsste jetzt ein Zauber machen, aber es war ein Health-Zauber. Auch egal, ne? Ist ja jetzt am Anfang noch ein bisschen verzeihlicher, später muss man das ein bisschen besser managen. So, kommen wir hier durch. Mach es auch für uns, ne? Dass wir dann hier durch können. Weiß gar nicht mehr, ob bei der Neuauflage das spielerische Element beibehalten wurde. Also das eigentliche Gameplay ist nicht so bei den Remixes. Waren es nur die Cutscenes, die man dann neu gemacht hat in der 3D-Engine? Weil hier werden sie natürlich in-game gezeigt. Ne? Und es sind auch die ganzen anderen Charaktere, die Final Fantasy-Figuren, auf die man trifft, auch hier schön in isometrisch nochmal nachgezeichnet. So, ich benutze den Schlüssel an sich funktioniert nicht, den brauche ich für was anderes. Machen wir hier so die Tür drauf. Kann sein, dass es individualisiert wird, je nachdem, welche Figur man nimmt. Dass man da was anderes oder zu einer anderen Location und so weiter hinkommt. Aber ja, ich meine, bei den Remix-Neuauflagen, dass sie nicht die Engine noch mal irgendwie neu gemacht haben und das Spiel 1:1 reingepackt haben, war es so, dass sie... So, ist es jetzt der... Oh. Card Shell, be the key. Ich brauche also Special Cards hier. Muss ich noch mehr Gegner besiegen. Habe ich nicht. Okay. Werde ich hier. Können wir doch, glaube ich. Machen wir noch einen Gegner dann hier. Machen wir das. Ich glaube, das Gameplay haben sie gestrichen und dafür nur die Cutscenes neu gemacht. Aber warum nicht dann einfach mal so ein anderes Gameplay dann eben auch auf PS3, PS4, PC, wo auch immer das alles jetzt neu rausgekommen ist, mit drauf tun? Weil für ein Handheld hat es ja ganz gut funktioniert. Und hat einem gezeigt, dass mehr hinter der Kingdom Hearts Serie steckt als einfach ein kleines Game auf der PlayStation 2. So. New Slides. Slide towards distant targets. Das klingt doch gut. 3 Attack Cards of the same type werden dann mit reingemischt. Genug davon.
haben wir einmal kurz reingeschaut. Auch wieder so ein Spiel, wo man natürlich sehr, sehr viel dann machen und tun kann. Und ja, das war eine kleine Auswahl. Es gibt tatsächlich noch viel mehr. Nicht nur Ports und Umsetzungen bekannter Serien in der isometrischen Perspektive auf dem Game Boy Advance, sondern auch eigenständige Spiele. Vielleicht lohnt es sich, darüber noch mal eine Folge zu machen. So wie Scourge Hive, ein Metroid-artiges Game, was, glaube ich, sogar auf dem DS parallel rausgekommen ist. Es ist zum Beispiel von Interesse viele, die auf diese Perspektive gesetzt haben. Und ja, es muss Gründe gegeben haben. Gebt mal in den Comments noch mal Bescheid, welches von den Games hat euch hier am besten gefallen, was sind welche, die ihr kennt. Und natürlich isometrisch könnte noch mal ein Thema sein, wenn man mal über die großen Klassiker, die SimCities und Siedler, müssen wir, glaube ich, auch dazu zählen fast. Ne? Ist ja auch isometrisch eigentlich. Also die Strategiesachen noch mal redet, die Shadowruns eben, die Landstalkers und so weiter. Können wir auch mit Classic Games noch mal ein bisschen was machen. Denkt daran, auch was diesmal einmal am Ende. Das Retro-Club-Buch ist natürlich auch in Bälde erhältlich, zumindest nicht allzu weit, wenn ihr diese Folge sehen solltet. Der 21. Oktober ist der Stichtag. Bei der Aufzeichnung hier bin ich fertig mit dem Buch. Das ABC der Videospiele wird dann rauskommen, ist nochmal verlinkt in der Beschreibung und unten angepinnt an den Comments. Und das wird sich um viele verschiedene Themen drehen. Da sind auch manche Serien dabei, die wir heute hier besprochen haben, werden da thematisiert. Aber es ist ein großes, buntes Info-Podcast. Potpourri voller Anekdoten, Bonmots und historischer Fakten von Commodore bis Atari über Ghosts and Goblins und wie sie alle heißen. Freut euch drauf. Ich freue mich drauf, wie ihr euch freuen werdet. Denkt auch an den Supporters Club, wenn ihr uns gerne darüber unterstützt, damit solche Formate wie die hier möglich werden. Wenn ihr es schon macht, bedanken wir uns natürlich extra nochmal und hoffen darauf, dass ihr nicht nur mit der nächsten Retro-Club-Folge Spaß haben werdet, sondern auch mit dem ganzen anderen Programm, was hier auf Rocket Beans TV läuft. Ich bin erstmal für heute durch. Ich verabschiede mich und sage Tschüss.